Hallöchen, meine Lieben. Heute habe ich für euch die neue Pinkbox. Ich habe das Paket jetzt gerade, es ist schon relativ spät, also ich glaube, es ist schon 8:45 oder so, gerade eben erst bekommen, weil ich war den ganzen Tag in der Therme gewesen. Habe heute mit meiner Mutter mal einen schönen Wellness-Tag gemacht. Und ja, das Paket ist noch komplett zu. Ich mache das jetzt mal auf. Also es ist diesmal relativ schwer und es hört sich auch an, als würde was außerhalb der Box rumfallen wieder. Ich bin mal gespannt. Wuhu! Okay. Ich sehe schon Trackle Moon. Ja, die Kiste verabschiedet sich. Also so sieht das aus. Jetzt gerade. So gut, dann nehme ich mal die Box raus. Trackle Moon My Coconut Island Inselzauber Körpermilch. Ja, super. Ich habe aber von dieser Himbeerkörpermilch, glaube ich, auch noch was über. Also da hatte ich ja auch diese große Flasche. Dann ist drin die Okay, die hatte ich bisher noch nie gehabt. Also nicht in der Pinkbox. Und ja, also okay finde ich okay. Das ist allerdings eine alte Ausgabe vom April. Ja, gut. Die Zeitschrift ist ja okay. Und dann sind die üblichen Gutscheine drin. Ist halt so ein typisches Klatschblatt und ja, sowas liest man halt zwischendrin auch mal und ja. Also ich freue mich jetzt nicht übermäßig drüber, aber ich mache die Box auf. Okay, und ich rieche schon irgendwas. Also ich weiß nicht, ob da was ausgelaufen ist oder ob da irgendwie ein Badesalz drin ist oder so. Auf jeden Fall riecht es schon aus der Box. Hier ist die Karte dazu. Und ja, ich zeige euch das jetzt auch mal. So sieht's aus. Also sieht nach relativ viel Kleinkrempels aus. Und ich fange dann mal an und ziehe mal das erste raus. Das ist es. Das ist es auf jeden Fall mal nicht, was ausgelaufen ist, glaube ich. Das ist Anatomicals Spray Mist for Me. Facial Spritz. Okay. Das ist eine Originalgröße und kostet 7,25 Euro normalerweise und 100 Milliliter. Das Gesichtsspray von der Kultmarke Anatomics enthält Lavendel und erfrischendes Pfefferminzextrakt. Es hilft, gestresste Haut zu beruhigen und versorgt sie mit dem Boost an Feuchtigkeit. Perfekt für den frischen Kick an einem langen Tag oder bei trockener Luft. Ja, das ist super. Also, ich rieche jetzt mal dran. Test. Oh, okay, das ist so ein richtig geiler Geruch. Auch, ich kann mir das mit dem Lavendel gut vorstellen, auch das abends auf die Haut aufzutragen, dass das halt wirklich auch zum Einschlafen hilft, weil das ist ja so ein beruhigender Duft. Das Trackle Moon ist, wie man schwer erkennen kann, unschwer erkennen kann, ist das die Originalgröße der Körpermilch, 500 Milliliter für 5,95 €. Und ja, ist halt Kokosnuss. Ich weiß jetzt noch nicht, Kokosnuss hatte ich noch nicht von Trackle Moon. Aber ich möchte die Packung jetzt auch ungern aufmachen, weil ich habe, wie gesagt, von Trackle Moon noch das Himbeer-Zeugs, das auch noch offen ist. Und deswegen möchte ich die jetzt nicht auch noch aufmachen, weil ich habe immer Angst, wenn ich die aufgemacht habe, dass die verderben. Und das wäre eigentlich schade um eine, naja, 6 € Bodylotion. Ja, dann als nächstes habe ich hier, ich glaube, einen Kajalstift. Der ist so grau-silber.
Ja, Silber. Also ich weiß jetzt nicht, ob ihr es seht. Also so hier oben habe ich gemalt. Also man sieht, man erkennt es schlecht. Der ist von Elle Exception. Ein Kajalstift in 03 Silber. Und das ist auch eine Originalgröße und kostet 4,99 das Stück. Also ich glaube, diesen Monat hat die Pinkbox sich echt selbst übertroffen, weil das sind wieder recht teure Produkte. Also zumindest jetzt verhältnismäßig, also Trackle Moon 5,95 Euro. Also normalerweise kaufe ich mir keine Bodylotion für 6 Euro, ja. Aber ja. Dann haben wir als nächstes Produkt noch von Sebamed die Pflegedusche mit Grapefruit. Und ich glaube, das ist auch das, was man so riecht, weil das riecht so zitronig. Ja, das ist das, was man auch riecht. Und es riecht super lecker. Seifenfreie Reinigung für die empfindliche Haut erfrischt und pflegt. Aloe Vera unterstützt die Feuchtigkeitsbalance der Haut. Das ist auch eine Originalgröße und die kosten 250 Milliliter 3,79 Euro. Das finde ich super toll. Also mein Duschgel ist jetzt gerade leer. Ist ja nicht so, dass ich noch 10 andere hätte, aber das riecht mir so gut, dass ich es jetzt direkt an die Badewanne stellen werde und dann auch direkt ausprobieren werde. Und so, als letztes Produkt ist eine Camille Hand- und Nagelcreme Fresh mit natürlicher Kamille und Zitronen-Buttermilchduft. Könnte auch was für mich sein. Zitronen und Buttermilch. Total ins Nasenloch rein. Das war jetzt ein super Unfall. Bestes Beispiel: Ich rieche an einer Tube und habe es genau im Nasenloch hängen. Jetzt rieche ich das ja wahrscheinlich die nächsten 3 Stunden noch. Das ist auch eine Originalgröße. Riecht auf jeden Fall super gut. Auch wenn man es im Nasenloch hat. Und da ich ja jetzt auch nochmal eine kostenlose oder eine kurze Probe hatte, creme ich mir damit auch natürlich kurz mal so ein bisschen die Hände ein. Und ja, ist auf jeden Fall super gut. So wie ich das jetzt fühlen kann, zieht sie auch super schnell ein. Und Kamille hatte ich auch. Habe ich eigentlich die normale Kamillen-Handcreme immer. Und deswegen ist es eigentlich auch eine sehr gute Marke. Und ja, die kostet 1,69 Euro für 75 Milliliter. Und ja, ich glaube, das war es dann auch schon mit den Produkten. Ich schaue jetzt gerade mal, da sind noch diverse Flyer in der Box drin. Einmal einer für die Mami-Box. Ja, Mami-Box brauche ich jetzt noch nicht. Wird aber für mich eine Option sein, wenn ich mal schwanger sein sollte oder ein Kind haben sollte, dass ich mir die mal bestelle. Und ja, da ist noch ein Flyer für My Jewel Stars, aber meinen Schmuck bestelle ich auch nicht online, deswegen ja, auch. Dann wieder diese HelloFresh 20 Euro. Gutscheinkarte und ja, auch diese liegen immer noch ungenutzt bei mir in der Schublade. Dann eine Karte über die Trackle Moon Produkte. Also ich habe momentan das Lemonade Days hier, das Coconut Island war ja jetzt hier drinnen. Von dem Raspberry Kiss habe ich die Lotion und das Duschgel da. Und von dem Ginger Morning habe ich auch das Duschgel da. Und ja, ich finde die allesamt, also alle Trackle Moons bis jetzt, die ich probiert habe, sehr, sehr gut. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit dem Kokosnuss mir gut riecht, weil ich habe es mir auch so jetzt nicht gekauft, weil ich eigentlich Kokosnuss nicht so gerne mag. Aber wenn es mir nicht gut riecht, würde ich es dann einfach meine Schwester geben, weil die steht total auf Kokosnuss. Und ja. Dann ist noch drin für die Special Editions ja, 3% 3 € Rabattcode für die Madame Pur Pink Box und für die Woman's Health Pink Box. Die habe ich aber beide bekommen.
Und dann gibt es jetzt wohl neu die limitierte Box Hand and Nail. Die kostet normalerweise 24,95, mit dem Gutschein 21,95 €. Ja, da ist die Frage, ob es sich wirklich rentiert, die zu kaufen. Ja, muss ich mal gut überlegen, aber ich denke mal, die kaufe ich mir jetzt nicht, weil ich habe mir in letzter Zeit so viele Extras und Sonderboxen gekauft, dass ich mir die jetzt sehr wahrscheinlich nicht bestellen werde. Und ja, das war die Pink Box. Ich bin so im Allgemeinen bin ich super zufrieden mit der Pink Box auf jeden Fall. Worüber ich mich sehr, sehr gefreut habe, ist auf jeden Fall diese Dusche und das Spray. Der Kajal ist auch super, aber ich habe schon einen silbernen, deswegen wird der erstmal neben beiseite landen. Die Handcreme, ja, kann man immer mal gebrauchen, wobei ich halt jetzt durch die Pinkbox jede Menge Handcremes habe und jetzt nicht noch eine gebraucht hätte. Also ich werde mir auch demnächst keine Handcremes mehr kaufen, weil die kommen regelmäßig in der Pinkbox. Ja, und mit dem Trackle Moon, da bin ich mir noch unschlüssig. Also grundsätzlich, Trackle Moon ist super und ich denke auch mal so von der Anwendung und von der Verträglichkeit wird es auch wieder super sein. Nur der Duft ist halt, ja, bei mir fraglich. Und ja, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und ihr verzeiht mir, dass ich heute so zerrupft aussehe. Ich hatte einen Wellness-Tag mit meiner Mutter und komme halt jetzt gerade erst aus der Therme. Wir hatten eine Massage und war super schön der Tag heute, aber jetzt bin ich halt zerrupft und wollte nur einfach das Pinkbox-Video für euch noch hochladen. Und ja, wir sehen uns dann demnächst. Bis dann. Tschüss.